fasziniert, sah er aber immer schon so aus, wie wir ihn heute kennen? Was ist wirklich dort oben? Und wem verdanken wir eigentlich unser Wissen über den Himmel? Wir wollen uns auf die Spur der Entdeckung des Himmels begeben. Dabei begegnen wir natürlich auch seinen Entdeckern. Denn die Entdeckung des Himmels ist immer auch eine Geschichte, die von Menschen gestaltet wird. Menschen, die versuchen, über den Horizont des Naheliegenden hinauszuschauen.